Hallo ihr Lieben. So, also ich werde heute Teil 2 lesen aus Boy Bear Beauty und bin wieder zu meiner alten Wand zurückgekehrt, also in diesen anderen Raum, in dem ich auch meine Schminkvideos mache, weil in der Küche, das letzte also Lesevideo hatte ich ja in der Küche gedreht, an so einer Wand, ist mir aufgefallen, dass dieses Brummen des Kühlschranks irgendwie stört und das konnte ich auch nicht im iMovie irgendwie mit den Hintergrundgeräuschen entfernen. Also der Ton ist nicht so gut. Ich hoffe jetzt, dass der Ton hier besser ist. Ich musste einige Lampen wieder... Also ich habe jetzt schon ein bisschen Licht an, damit ich hier auch was sehe. Und ich wollte noch mal kurz was dazu sagen bezüglich Kanalformat. Also nicht, dass es jetzt irgendwie falsch verstanden wird. Man muss ja tierisch aufpassen, was man auf YouTube sagt. Auch wenn man überhaupt niemanden direkt anspricht. Also ich habe nichts gegen diese Kanäle, die aufgebraucht Videos machen und die Boxen auspacken. Ich finde das alles ganz toll und die Mädels machen das prima und die machen das besser als ich und deshalb sollen die das weitermachen. Und ich möchte mich da einfach jetzt nicht einreihen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie den Eindruck erweckt habe bei anderen YouTuberinnen, dass sie das... dass ich das doof finde. Ach, ich weiß auch nicht, ich rede mich jetzt wieder am Kopf und Kragen. Wahrscheinlich ist es auch wieder falsch, keine Ahnung. Also nochmal, ihr Lieben. Ich finde das alles toll, was ihr macht. Aber deswegen muss ich es ja nicht machen. Und wenn andere Leute das schon toll machen, muss ich es nicht nachmachen. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck meines Statements. Also bevor ich jetzt anfange zu lesen, dass ihr das bitte nicht falsch verstanden habt. Meine Aussage. Wie geht es mit mir und YouTube weiter? Was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen? Das ist ja jeder, muss ja selber für sich entscheiden, wie er sich wohlfühlt, was er da vor der Kamera fabriziert. Und so, anhand von den Zuschauern, also von den Klicks, habe ich gesehen, dass das Interesse wohl doch, dass das da ist. Und an dem Roman bei Beauty, und das macht mir wahnsinnigen Spaß, euch daraus vorzulesen. So, ich werde jetzt mal eine Viertelstunde stoppen, ungefähr. Damit das Video nicht zu lang wird, es dauert dann noch viel zu lang beim Hochladen. Also ich habe mit meinen 20 Minuten immer schon ein Problem, die hochgeladen sind. Gut, also setze ich jetzt mal meine schlaue Brille auf, weil ohne Brille sehe ich nichts. Wir waren stehen geblieben bei der größten Pop-Ikone aller Zeiten. Madonna. Madonna war die Pionierin, die Frontfrau. Sie hatte damals in den 80ern jungen Frauen gelehrt, feminin und sexy zu sein, ohne dabei die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren. Mittlerweile ist sie über 50, also mitten im Klimawandel, sieht immer noch blendend aus, ist erfolgreicher denn je und sexy. Und hier genau zeigte sich das Phänomen, egal ob Vamp, Mutter, Muskelpaket, Diva, Businessfrau oder eine Spirituelle. Diese Frau ist wirklich eine Madonna, eine unantastbare Heilige, im absoluten, perfektionierten Ausnahmezustand. Sie allein steht für die Religion der Moderne, ewige Jugend, Schönheit und Selbstbewusstsein. Und Jenny dachte ein bisschen neidisch, was soll's, jede Frau eine eigene Madonna. Auch wenn Madonna all diese Attribute in sich vereinte, hieß das für normale Frauen noch lange nicht, dass auch sie über ihren eigenen Schatten der Selbstzweifel einfach so hinwegspringen könnten, selbst wenn sie es anstrebten. Die Vorstellung, dass sich die Frau aus der chemischen Reinigung, die Krankenschwester aus dem Altenheim oder die Kassiererin beim Aldi als Madonna fühlt, wenn sie nach ihrem 8-Stunden-Tag nackt noch den Haushalt schmeißt, einkaufen geht, gesund kocht, wäscht, bügelt und ihre Kinder versorgt, kam Jenny so absurd vor, dass sie innerlich ausflippte. Frauen hatten einfach zu viel an der Backe, egal ob alleinerziehend oder nicht. Dieser ganze Stress lässt Frauen selbstverständlich schneller altern. Und wenn der Lack erstmal ab ist, dann hat man noch ein Problem. Ab 40 ist der Aufwand nämlich größer als das Ergebnis. Und das Leben erscheint einem irgendwie nicht fair. Der Trend zum oberflächlichen Schein macht uns ganz Mischugge im Kopf. Und die Massenmedien präsentieren uns täglich bis zum Erbrechen die ewige Jugend und Schönheit, egal was vermarktet wird. Ob Autoreifen, Schokolade, Meister Propper oder eine Versicherung. Alles kommt in Form von manipulierten, makellosen Gesichtern und straffen Körpern daher.
Die Schönheitsideale unserer Zeit sind Models und Schauspielerinnen, deren Gesichter für Werbeanzeigen dank Photoshop glatt retuschiert werden wie ein Babypopo. Sie haben weder geweitete Poren noch Falten. Und für die Realität muss dann eben Botox ran. Das wirkt immer. Darauf kann man sich mehr verlassen als auf einen Mann. Denn die Botox-Faltentherapie basiert auf einem Gift, das eine gewisse Lähmung der Muskulatur bewirkt. Der Trick bei dieser Therapie ist, kann die Stirn nicht in Denkerfalten gelegt werden, bleiben auch keine hässlichen Riefen zurück. Manchmal. Aber nur manchmal dachte Jenny auch daran, nicht in diese übliche Denkerpose zu verfallen, doch viel Anzeige. Ihr Spiegelbild zeigte eine Querfalte über die gesamte Stirn hinweg. Tom, Jennys Ehemann, versuchte sie manchmal ein wenig darüber hinweg zu trösten. Für ihn war es eben eine Staunefalte und keine Ackerfurche. Warum lassen sich Frauen Schlauchbootlippen aufspritzen und warum fühlen sich Frauen auf einmal nur noch mit Körbchengröße D, Samba-Popo und dem süßesten Bauchnabel der Welt als vollwertig, dachte Jenny genervt. Wobei das allein nicht die gesamte Palette der Schönheitschirurgie ausmachte. Es wurde ja immer verrückter. Der letzte Schrei für die Frau mittleren Alters sei nunmehr die Schamlippenstraffung, damit sie sich auch unten herum wie ein junges Ding fühlen konnte. Irgendwie war das doch alles abartig. Und Jenny? Sie unterstützte diesen ganzen Zirkus um scheinbare Vollkommenheit. Ein riesiger Aufwand wurde betrieben und das alles für Menschen, die eigentlich nichts zu sagen haben. Sie waren einfach nur jung, schön zurechtgemacht und hatten allesamt ein Ziel, groß herauszukommen, wo und wie und als was auch immer, total egal. Hauptsache die Medien würden sie beachten und am besten auf schnellstem Wege in den Himmel der Supermodels katapultieren. Aber was regte sich Jenny eigentlich so auf? Sobald sie sich aufregte, durchfuhren sie kurzzeitig diese Hitzewallungen, also versuchte sie sich zu disziplinieren und richtete ihren Fokus auf die jungen, durchgestylten Frauen mit leeren Gesichtern plus einer dicken Schicht Make-up, die sie in gleißendes Licht gesetzt und fotografiert hatte. Dass sie später am Computer bis zum absoluten Perfektionismus retuschiert wurden, war en vogue. Angeblich will der Endverbraucher genau das sehen. Jenny empfand diese Art der Werbung unehrlich und irreführend und ärgerte sich über die Werbeleute. Meistens waren das ja Männer. Und die hielten die Zielgruppe Frau anscheinend für so unterbemittelt, dass diese in ihrem Wahn nach Schönheit nicht mal mehr zwischen echten und künstlichen Wimpern unterscheiden konnten. Selbst wenn sie wie bei der J-Lo aus Nerz sind. Warum also dürfen Wimperntuschen zum Beispiel mit dem Versprechen nach Dichte und Fülle angepriesen werden, wo selbst der ungeübteste Betrachter sieht, dass das wohl nicht mit rechten Dingen zugehen kann? Und wieder kräuselte sich Jennys Stirn und sie spürte ein gewisses Unbehagen. Was empfanden wohl diese Frauen, die zu nichts anderem geboren schienen, als schön zu sein? Frauen, die mit ärztlicher Hilfe zum physischen Wunder einer superschlanken Silhouette mit riesigen Brüsten mutierten. Was dachten sie wirklich, wenn sie sich auf dem Titelblatt eines Hochglanzmagazines wiederfanden? Das würde Jenny natürlich nie erfahren. Aber allein die Vorstellung, dass Frauen aus New York, Paris, London, Berlin oder Klein-Siehst-du-mich-nicht sie kauften, nach Hause trugen und sich insgeheim wünschten, so auszusehen, musste faszinierend für die Mädchen sein. Roger riss Jenny aus ihren Gedanken, als er mit seiner Kamera vor ihr hockte, auf den Auslöser drückte und fragte, hey, was ist los mit dir? Du sitzt da, als hättest du einen Geist gesehen. Verlegen versuchte Jenny, ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern, welches aber im selben Moment auch schon wieder erstarb. Einen Geist hatte sie tatsächlich gesehen, allerdings ihren eigenen. Ach, weißt du, Roger, begann sie resigniert, ich habe gerade über die Vergänglichkeit nachgedacht und was wir hier eigentlich machen. Bevor er antworten konnte, redete sie schon weiter. Also sorry, verstehe mich nicht falsch. Ich bin total happy, dass du mich für das Shooting gebucht hast. Vergänglichkeit ist in unserem Job nicht angesagt, Baby. Wir verkaufen Schönheit und Style. Ich weiß, aber Schönheit ist für mein Empfinden doch die Harmonie der vielen kleinen Unregelmäßigkeiten. Wenn alles perfekt ist, wird das auf Dauer doch langweilig. Findest du das nicht auch? Rogers Mund umspielte ein vielsagendes Lächeln. Er lag nun vor ihr auf dem Boden und versuchte, ihren Blick einzufangen. Also, wenn du mich fragst, sollte eine Frau Persönlichkeit, Charakter und eine gewisse Natürlichkeit haben? Genau, stimmte sie ihm zu. Rede weiter, Jenny, das ist gut so, genauso will ich dich haben. Jenny musste lachen. Aber das lässt sich nicht verkaufen. Naja, murmelte er kaum hörbar. Und dann fügte er hinzu, ja, für die Werbung eben nicht. Also machen wir den ganzen Wahnsinn mit und fotografieren die Mädchen so, wie der Kunde sie haben möchte. Ein perfekter Hochglanztraum. Jenny schaute direkt in die Kamera und verdrehte die Augen und sagte,
Du meinst wohl eher eine Illusion. Ja, genau. Genau so ist es. Aber soll ich dir noch was sagen? Na, sag schon. Du warst immer mein Lieblingsmotiv. Ehrlich? Fragte Jenny doch etwas erstaunt, zumal er die schönsten der Schönen schon vor der Kamera hatte. Ja, meine absolute Lieblingsfrau. Oh Gott. Jenny wurde verlegen und errötete leicht. Roger stand auf und sagte, na komm schon, lass uns noch was trinken gehen. Jenny zog die High Heels an, warf ihre Prada über die Schulter und Roger schaltete die Lampen aus. Sie betraten ein Szenelokal. Jenny nahm zumindest an, dass diese Location gerade angesagt war, in dem viele junge, hübsche Mädchen herumlungerten, und im Vorbeigehen nahm Jenny einige Wortfetzen auf und wunderte sich, was Frauen so alles aushalten. Sie hängen buchstäblich an den Lippen von jungen oder auch alten, angeberischen Männern, hören sich dumme Geschichten an, werfen den Kopf nach hinten, lachen laut und lassen sich tätscheln. Sie verbindet anscheinend alle die gleiche Hoffnung, dass sich durch irgendeine Bekanntschaft ihr Leben über Nacht schlagartig ändern könnte. Für eine Einladung. Zu einem Event, wo vielleicht noch interessantere Männer ihnen Türen öffnen könnten, nehmen sie einiges in Kauf. Der Traum von Ruhm und Reichtum hat eben seinen Preis, vermutete Jenny und prustete sich gestresst eine Haarsträhne aus der Stirn. Kaum dass sie saßen, gesellten sich auch schon ein paar Mädchen um ihren Tisch herum und Roger ließ seinen geschulten Modelblick auf die Verwertbarkeit ihrer Körper schweifen. Roger kannte dieses Spiel. Egal, wo er sich blicken ließ, sofort umlagerten ihn die Frauen jeden Alters, um von ihm entdeckt zu werden. Mit herablassenden Blicken wurde Jenny kurz taxiert, dann wandten sie sich wieder Roger zu und im Angesicht dieser geballten Powerjugend fühlte sich Jenny doch ziemlich deplatziert. Das hier war einfach nicht ihr Ding und deshalb nahm sie ihre Handtasche und ging erstmal auf die Toilette. Dort musste sie ungewollt mit anhören, wie sich eine Routinierte die Seele aus dem Leib kotzte. Kopfschüttelnd wusch sich Jenny die Hände, ordnete ihr Haar und legte etwas Lipgloss auf. Plötzlich stand die junge Frau, die sich soeben über der Kloschüssel übergeben haben musste, hinter ihr. Sie wusch ihre Hände, sprühte sich Odol in den Mund, schminkte ihre Lippen knallrot. Und bevor Jenny auch nur ansatzweise irgendetwas Mitfühlendes sagen konnte, war sie auch schon wieder verschwunden. Jenny drängte sich durch das volle Lokal an ihren Tisch zurück, der mittlerweile von noch mehr jungen Frauen umlagert wurde. Roger schrieb sich gerade eine Telefonnummer auf und sagte aufblickend zu dem Mädchen, also bei Bedarf melde ich mich, aber nur dann, wenn dein Typ gefragt ist. Das kann morgen oder nie sein, okay? Dankbar schaute das junge Ding ihn an. Roger widmete sich gerade wieder Jenny und fragte, na, alles okay, Süße? Na ja, sag mal, die war doch gerade 15. Nö, sagte er, sie sagt, sie ist 17. Oh Mann, kaum zu fassen. Die werden immer jünger und dann stehen sie Patin für ein Antifaltenprodukt. Du glaubst gar nicht, was ich in diesem Geschäft alles erlebe. Romane könnte ich schreiben. Romane. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber mal ganz ehrlich, begann sie erneut. Roger grinste. Oh nein, Jenny, das Thema hatten wir vorhin. Wenn du mitmachen willst, musst du die Bedingungen des Marktes akzeptieren und persönliche Befindlichkeiten ausschalten. Jenny wollte trotzdem ihre Einwände preisgeben, doch Roger unterbrach sie. Ich stimme mit dir völlig überein, aber du musst dich anpassen. Wenn nicht, bist du schneller draußen, als dir lieb ist. Hör mal, Roger, ich bin dir wirklich sehr dankbar für den heutigen Tag, aber das hier, dabei machte sie so eine fragende Handgeste, das hier heute Abend, also das ist echt zu viel für mich. Ich bin kaputt und will nur noch ins Bett. Na gut, aber ein Glas Shampoo ist noch drin. Jenny nickte und prostete Roger zu, als dieses junge Ding aus der Toilette an ihren Tisch stürmte. Sie umarmte ihn von hinten und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Alles klar, ich schaue, was ich machen kann, aber warum baggerst du nicht diesen Typen an, der sitzt doch an der Quelle? Ja, schon, säuselte sie, aber der ist doch verheiratet. Wahrscheinlich nimmt er sein Anhängsel mit. Na und, du bist doch sonst nicht so schüchtern. Sag ihm, dass du auf die Party des Jahres willst. Ach, ich weiß nicht, nuschelte sie gelangweilt. Jenny musterte in der Zwischenzeit die beachtliche Oberweite dieser jungen Frau, die absolut die Harmonie ihres schlanken Körpers auseinanderriss. Wie eine Giraffe mit Riesenbrüsten, dachte Jenny, aber doch hübsch. Ach, komm schon, Yvette, lass dir was einfallen. Vielleicht hast du recht. Also morgen gehe ich in sein Büro und werde meine Verführungskünste diplomatisch einsetzen. Dabei lachte sie gönnerhaft und setzte noch einen drauf. Ja, weißt du, er ist nicht mehr der Jüngste, aber immer noch wahnsinnig sexy und hat eine alte, frustrierte Frau zu Hause sitzen. Jenny horchte auf, wie sich das aus dem Mund des jungen Dings anhörte, einfach schrecklich. Indes plapperte Yvette fröhlich weiter. Naja, und mich?
brauchte eben für gewisse Dinge. Dabei guckte sie so borniert, dass Jenny ihr am liebsten einen reingehauen hätte. Roger provozierte ein wenig und fragte, was denn für Dinge, Yvette? Na, du weißt schon, also ich bin sein Jungbrunnen und wenn für mich genug dabei herausspringt, mache ich alles mit ihm. Jenny und Roger sahen sich erstaunt an, diese Yvette war so gut drauf und wollte partout noch mehr zum Besten geben. Sie beugte sich näher an Roger heran und flüsterte allerdings so, dass Jenny es auch hören konnte. Schmutzigen, geilen Sex, darauf steht der. Na siehst du, sagte Roger und grinste in sich hinein. Wenn du den Typen so fest im Griff hast, ist doch alles Paletti. Oh ja, das hab ich, trumpfte Yvette auf. Man muss die Typen nur an den Eiern packen und du bekommst alles von ihnen. Puh, entfuhr es selbst Roger sichtlich verlegen und meinte also pass auf, du musst ihm sagen, was du willst und dann bekommst du es auch. Danke für den Tipp, beendete Yvette das kurze Gespräch. Jenny verdrehte die Augen und dachte dabei mitfühlend an das frustrierte alte Anhängsel, die arme, nichtsahnende Ehefrau, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht den leisesten Schimmer von den außerehelichen, schmutzigen, geilen Aktivitäten ihres Gatten hatte. Sie stand auf. Roger hob sich ebenfalls, er war immer noch ganz Gentleman, sie umarmten sich. Also, wir bleiben in Kontakt, ja? Sie nickte, küsste ihn rechts und links und ging nach draußen. Die frische Luft tat ihr gut. Und während der Autofahrt nach Hause fuhren ihre Gedanken Achterbahn. Jenny dachte an die Zeit zurück, in der die Jugend kein Ende zu nehmen schien, man sich wahnsinnig stark fühlte und keine Gedanken daran verschwendete, wie es einmal sein könnte, wenn man nicht mehr jung wäre. Das einzig Tröstende an der Sache ist, dass es jeden erwischt, dachte Jenny mit diebischer Freude und drehte das Radio lauter. Früher oder später sind sie alle dran. Die Zeit rennt uns davon und selbst eine Botox-Injektion bringt die Jugend nicht zurück. Also Jenny hatte die Wahl, weiter Frust schieben oder Vorhandenes aus sich herauszuholen. Eine Frau um die 40 ist doch noch ein vielseitiges Wesen. Sie kann zwischen verschiedenen Rollen als Single, Karrierefrau, Ehefrau und Mutter wählen. Weder die Gesellschaft noch der gefürchtete Biorhythmus zwingen sie in traditionelle Bahnen. Die Powerjahre für Frauen fangen angeblich jetzt erst an. Das Haltbarkeitsdatum von Frauen, nicht von Models wohlgemerkt, hat sich durch bewusste Ernährung, Sport, Anti-Aging-Produkte, geschicktes Make-up, Mode und natürlich die Schönheitschirurgie deutlich nach hinten verschoben. Also kein Midlife-Frust, sondern Midlife-Lust hat sich laut Forsa-Umfrage in unseren Köpfen festgesetzt. Aus der Regenbogenpresse wusste Jenny, dass viele Frauen jenseits der 40 sich so unglaublich souverän, unabhängig, stark, sexy und begehrenswert fühlten. Die Viertelstunde. Das konnte Jenny überhaupt nicht nachempfinden, denn Jenny fühlte sich seit ihrem 40. Geburtstag weder souverän, noch unabhängig, noch stark, noch begehrenswert. Aber genau da wollte sie wieder hin. Sie musste einfach nur daran arbeiten. So, im nächsten Kapitel. Das ist dann Tom und Jenny. Dann lernen wir Jennys Ehemann Tom kennen. Ein ziemlich cooler Typ. Und, vielleicht sollte ich das mal erwähnen. Also dieses Buch, das könnt ihr selbstverständlich auch kaufen. Ich habe es verlinkt. Ihr könnt das als Print kaufen, ihr könnt es auch als E-Book erwerben. Ist für mehrere Lesegeräte erhältlich über Amazon. Und ansonsten lese ich euch weiter vor. Nur für die Damen vielleicht, die Interesse haben, dachte ich mal, ich erwähne das jetzt mal. So, ihr Süßen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also mir macht das immer wieder Spaß, daraus vorzulesen. Ich lese es wirklich sehr gerne, weil ich natürlich mich mit dieser Person identifiziere und da ist auch sehr viel von mir drin, in dieser Jenny. Ist logisch, sonst könnte man sowas nicht schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich wünsche euch wie immer einen tollen Tag. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.